Der Ruinenhügel von Susa führt uns wieder ins Altertum. Schon ab dem 4. Jahrtausend vor Christus war Susa besiedelt. Darius der Große ließ die Stadt als politisches Zentrum neu aufbauen und einen Teil des Königsschatzes hierher bringen. Susa war genauso reich wie Persepolis. Von Pracht und Überfluss der Stadt erzählt das Alte Testament im Buch Esther. Sie soll eine Schwiegertochter des persischen Großkönigs gewesen sein. Alexander setzte der Stadt ein letztes Glanzlicht. Er raubte zwar ihre legendären Schätze, richtete dann aber in ihren Mauern die berühmte Massenhochzeit aus. Eine Geste der Verbrüderung oder der Willkürakt eines Eroberers? Sein Chronist erzählt die Geschichte so. In Susa veranstaltete Alexander ein großes Hochzeitsfest für seine Gefährten und nahm selbst die Tochter des Dareios, Statera, zur Frau. Er gab jeweils den vornehmsten Offizieren die angesehensten Perserinnen zur Ehe und hielt auch für die Makedonen, die schon früher geheiratet hatten, einen prächtigen Hochzeitsschmaus. Wenn man den alten Quellen glauben darf, wollte Alexander damit seinen Traum vom Verschmelzen der Völker und Kulturen verwirklichen. Doch nicht der kleinste Fund im weiten Ruinenfeld kann dieses Hochzeitsspektakel belegen. Dattelpalmenhaine in der Wüste Lut. Sie machten schon im frühen Mittelalter eine Stadt berühmt, die aber heute kaum jemand mehr kennt. Ihr Name Bam. Verblüffend, wie gut die riesige Anlage aus Lehmziegeln erhalten blieb. Die Geisterstadt der Wüste meldete sich ganz einfach aus der Geschichte ab. Ein rätselhafter Kreis in der Landschaft, wie mit dem Zirkel gezogen. Das erkennt man nur aus der Luft. Es sind die spärlichen Überreste der Stadt Firuzabad aus dem 3. Jahrhundert. Im Iran gibt es nichts Vergleichbares. Doch aus anderen Ländern kennen wir ähnliche spirituell beeinflusste Städtebaukonzepte. Das heißt, alle Straßen gehen vom Mittelpunkt des Kreises aus, verbinden den Mikrokosmos der Stadt mit dem Makrokosmos des Universums.